Warte, ich hole gerade Holz oder hol einfach Erde. Hol einfach Erde, das geht schneller. Nee, ich hab grad Holz. Übrigens, schau mal in die Kiste, da ist Holz. Kiste? Ah, Kiste. Ich hab halt vorausgedacht, Olli. Oh, ja, und unser Haus ist mal wieder voll hell. Ich glaube, ein helleres Haus hatte ich noch nie gesehen. Ich lass mal solch eine kleine Lücke. Ach komm, jetzt ist es ganz dunkel. Übrigens, Andi, wie wär's mal mit dem Holzschwert? Ne? Ja, Mann, man sieht ja mal gar nichts. Ja. Da bleibe ich nicht mehr draußen. Andi, mach du mal ganz kurz weiter. Ich muss wirklich ganz kurz mal die Rollos in meinem Zimmer zumachen, weil sonst sehe ich hier wirklich gar nichts mehr. Ich bin gleich wieder da. Andi, übernimm du mal. Okay, ich übernehme. Hey ho, was soll ich jetzt übernehmen? Ja, ich rede ein bisschen, ich unterhalte euch jetzt. Jo, genau. Ja, da kommt er auch schon wieder. So, bin wieder da. Olli, wie hätte ich denn übernehmen sollen? Du nimmst doch auf. Ich meine, mit dem Kommentieren. Ja, ich habe ja kommentiert. Ja, scheiße Skelett und Spinne und ich will wieder zurück ins Haus. Ich will jetzt unseren verdammten Spawnpoint finden. Hast du ein paar Steine abgebaut? Nee, das will ich ja gerade machen. Also, ja, keine Ahnung. Hol ein paar Steine, dann können wir einen Ofen machen. Der bringt wenigstens ein bisschen Licht, wenn wir den anzünden. Mach ich jetzt mal was? Ja, aber nicht beim Spawner. Aber hier vorhin hat mir die Map so gut gefallen und hier ist jetzt irgendwie nur noch Ödland. Irgendwie so. Naja. Egal, wir haben einen Spawner, das ist die Hauptsache. Und ich habe wieder fast keine Leben mehr, also haben wir schon von Sterben erzählt vorhin, ich glaube, das haben wir schon erwähnt. Also ein paar Mal ist doch erlaubt, oder? Ja. Oh fuck, Mann, ich habe ein Problem. Was? Olli. Bist du ein Spawner? Nee, ich habe mir so ein Loch nach unten gegraben, um Stein, und da oben steht jetzt ein Zombie. Spinne. Und das ist ein Zombie. Nein, vor meiner Tür ist eine Spinne. Ich komme hier nicht raus. Jetzt ist er aufs Dach. Super. Andi, schlag dich da mal irgendwie durch. Ich glaube an dich, Andi. Ich bin gerade auch gefangen. Ich werde die Nacht hier unten in der Höhle überdauern und einfach ein bisschen. Ja. Und Stein abbauen. Und ich werde hier stehen und die Tür anschauen. Okay. Ja, das könnte jetzt am Anfang wirklich noch ein bisschen langweilig werden. Überspringt's einfach oder so. Moment. Ja, nee, nicht überspringen. Anschauen, unbedingt anschauen. Ich mach uns mal jeweils ein Holzschwert einfach. Und wenn ich schon dabei bin, dann mache ich auch nochmal eine Schaufel für jeden. Ach, fuck, man, dieser Dreckszombie. Das Zeug kannst du dir dann in der Kiste abholen, also Schaufel und Schwert. Oh, ich muss mir mal ein bisschen sortieren. Ich habe noch ein Leben. Ja, viel Spaß, Andi. Ich habe kein Leben und das haben wir einfach mal nicht gesehen. Ja, wir haben es nicht gesehen, weil ich ja aufnehme. Okay. Ah, jetzt weiß ich wenigstens wieder, wo der Spawnpoint ist. Ja, das ist ein Vorteil. Ach da, Mann, ich bin die ganze Zeit davor. Oh mein Gott. Mann, wann geht denn endlich diese scheiß Sonne auf? Und da vorne steht ein Zombie da. Ich weiß jetzt nicht, ob man den auf YouTube gut sieht. Hey, wie rendern wir jetzt eigentlich die Folge, Olli? Mit Camtasia. Ja, aber mal auf HD oder was? Ja, auf HD schon. Creeper hinter dir. Oh. Spinne vor dir. Ich glaube immer noch an dich, Andi. Soll ich dir mit meinem Holzschwert helfen kommen?
Fuck, man ist die Spinne schnell. Okay, ich komm mal. Oh scheiße, hinter mir ist ja auch eine Spinne. Die hab ich ja ganz vergessen. Oh fuck, jetzt ist da noch ein Creeper. Super. Ich glaube, ich habe gerade meine Maus. Das ist ein Zombie. Ganz stinknormaler Zombie. Och, es wird Tag, es wird Tag. Oh. Der Zombie dreht sich um und ich... Was, wo war denn da? Ach, hinter mir war der Creeper. Ah. Bist du tot? Nö, ich habe noch 2 Leben. Okay. Ja, und ich glaube, ich gehe jetzt mal ein paar Schweine kloppen. Und da oben ist ein Skelett und 2 Creeper. Und hier ist noch ein Creeper. Na, lecker. Perfekt, ich bin gleich tot, Junge. Wenn der mich erwischt, bin ich im Arsch. Scheiße, aber hier hinten haben wir ein schönes Dingsystem, Höhlensystem. Puh, zum Glück haben wir den. Wo ist der Zombie hin? Na, ach, wenigstens. Verdammt. Tor. Ah. Also die Höhle hinten ist cool. Gravel oder Gravel. Ich baue mal ein bisschen Gravel für einen Weg ab oder so. Oh, hier geht's ganz schön tief nach unten gerade. Ja, komm zurück, dann. Ich komm dann nachher mal mit. Ich hole gerade ein bisschen Kohle, nicht? Eins muss ich dir schon mal sagen, wegen dem Dungeon. Ich habe noch nie einen Dungeon mit Monstern erforscht. Ich bin nämlich immer die feige Sau, die auf Peaceful zockt. Wir machen das aber mit Zombies, gell? Zomba. Ja. Hey, Zomba. Ja, natürlich machen wir das mit Zombies. Also nicht wundern bei mir wegen den Sprachfehlern. Ich laber immer Scheiße. Und ich habe Eisen gefunden. Ja, dann nimm's mit. Nein, das kannst du nur mit einer Steinspitzhacke abbauen. Ja, das werde ich mir jetzt auch gleich craften. Ja, ich baue hier dann auch ein bisschen Stein und Gravel ab. Ich sag immer Gravel, ich schaue echt zu viel Grom. Oh, jetzt hast du Werbung gemacht. Oh mein Gott, Werbung für einen der besten Let's Player auf YouTube. Wie schlimm. Also ausgenommen uns, wir sind natürlich die Besten. Ja, genau. Das glaubst auch nur du. Naja, unsere erste Folge, ist doch cool. Ist wahrscheinlich jetzt, ja, dürfte jetzt dann schon bald die zweite Folge sein. Ja, okay, ist auch überall. Achievement, Cowtripper. Was gibt's denn hier jetzt eigentlich für Achievements im Multiplayer? Boah, du, keine Ahnung. Ach, die gleichen wie im Singleplayer. Ja, wir haben ja schon fast alle. Ach, hast du einen Ofen gecraftet? Nö, eigentlich nicht. Hier steht, dass wir schon einen Ofen gecraftet. Ach, das ist von allen Multiplayer-Servern, die ich habe, zusammen. Ah, deswegen. Okay, ja, dann wundert euch bitte nicht, weil, wie gesagt, wir haben heute zusammen schon einen anderen Multiplayer-Server gezockt. So testweise. Nein, nicht testweise, eigentlich wollten wir warten, bis der Maxel kommt, also der andere Let's Player von uns, der übrigens einen zweiten Kanal hat, mit dem, auf dem er ein bisschen so Nintendo-Spiele und Mario-Zeug und so zockt. Können ja den Link mal in die Videobeschreibung tun. Ja, wenn wir das nicht vergessen. Nö, ich meine, ich werde mir die Videos verschicken. Okay, ich kann es mir ja mal aufschreiben. Ja, mach das. Ja, ich bin auch einer, der immer alles vergisst. Na, so sind wir halt. Boah, und ich habe jetzt auch schon schön ein bisschen Kohle und dann mache ich ein paar Fackeln und dann wage ich mich in den Dungeon. Nein, da kommst du dann aber auch. Da komme ich mit, ja, wollte gerade sagen. Ich hole jetzt auch Kohle, ich habe hier nämlich auch. Also Andi, erstmal eine Frage, wie läuft der Server eigentlich bei dir? Also bei mir ohne Probleme, also. Ja, bei mir jetzt auch. Das mit Hamachi ist schon cool. Ach, das ist ein Creeper, das ist super. Weil der Server, weil ein paar andere Server, auf denen wir schon gezockt haben, bei uns beiden nicht so gut funktioniert. Und da haben wir schon gedacht, dass es irgendwie an uns liegt. Aber irgendwie hakt mein Spiel auch gerade ein bisschen. Das sieht man wahrscheinlich bei der Aufnahme dann nicht, aber im Moment irgendwie ein bisschen buggt's. Ach du Scheiße. Ich hab mich durch Gravel ge- ich hab mich durchs
Ich habe mich durchs Gravel gegraben und habe eine Riesenhöhle freigelegt. Also ich glaube jedenfalls, dass sie riesig ist. Wir brauchen auf jeden Fall Fackeln. Ich habe hier auch Kohle. Wenn ich die Kohle wenn ich die Kohle abgebaut habe, dann gehen wir erstmal hier rein, weil hier ist meines Wissens nach kein Spawner. Wo bist denn du, Andi? Ich bin in unserem Haus, mach gerade einen Ofen mal noch. Ja, ich mache uns ein paar Fackeln. So. Na, dann komm mal mit. Jo, wo bist denn? Hier. Ja. Okay, aber machen wir jetzt erst Dungeon oder deine Höhle? Machen wir erst die Höhle, ist ein bisschen unspektakulärer. Da oben ist schon ein Creeper, das weißt du schon, oder? Hab ich schon gesehen. Ja. Oh. Und ich dachte, wir wollten die Karte ein bisschen unversehrter lassen, achso, dass ich hier wieder... Wie viele tausend Creeper-Löcher haben wir denn hier? Alter. Wo ist denn jetzt Gravel-Dingsbums? Ja, das würde ich jetzt auch... Oh, Creeper da unten. Da unten ist ein Creeper. Lass ihn einfach in Ruhe. Lass ihn. Also, ich sollte vielleicht auch... Warte ganz kurz, ich craft mir erst ein Steinschwert. Hast du vielleicht Holz irgendwo? Da liegt Holz in der Kiste. Keine Ahnung. Super. Zischbumm, dein Motto, oder? Ja, genau. Ja, dann halt mit Holzschwert. Dann nehme ich mir aber noch das zweite Holzschwert mit, das ich dir ja eigentlich netterweise in die Kiste gelegt habe. Aber egal. Ich habe ja schon ein Steinschwert. Ja, ich habe dir ja netterweise ein Holzschwert in die Kiste gelegt. Scharf! Ich habe auch genügend Wolle. Du, Olli, sag mir jetzt mal, wo ist denn... Ja, Moment. Ich muss das scharf schlagen. Hier, direkt unter dir. Du fällst gleich rein, praktisch. Hä, echt? Nee. Wow, die ist echt groß, die Höhle. Hä, wo ist denn die jetzt? Oh, fuck. Ich glaube, wir sind echt ein bisschen verpeilt. Du bist verpeilt. Ja, okay, ich bin verpeilt, okay. Ach, ich hab sie gefunden. Ja, genau da. Hier, Olli. Okay, warte ganz kurz, bitte. Du gehst voraus, weil du der Aufnahmemann bist. Okay, hier oben ist die Höhle. Hoppala, jetzt habe ich da Graven. Geht ab weg. Ey, ja. Ich habe übrigens zwei Leben, ne? Oh. Ja, ich habe 2,5 Leben, aber das machen wir. Ich wette, wir töten uns am Ende selbst. Boah, die Höhle ist ja Hammer. Aber wie? Aber echt, hier könnten wir irgendwie so eine Art Lagerraum rein oder so. Ja, können wir machen. Ich hätte jetzt dauernd so geile Zitate von Gronkh parat, aber das wäre dann wirklich zu viel. Wir wollen ja unser eigenes Let's Play machen und jetzt nicht nur so werbemäßig. So. Olli, was machst denn du jetzt? Ich baue Graven ab. Wir müssen jetzt mal was machen. Wir müssen jetzt was Cooles machen. Ich hole mir zuerst... Wir können ja dann jetzt gerne ins Dungeon gehen, aber davor brauche ich ein Schwein, das ich killen kann. Weil ich habe 2 Leben und mit 2 Leben in Dungeon ist, glaube ich, die schlechteste Idee, die man haben kann. Okay. Außer jetzt natürlich mit 1 Leben, aber... Oh, ich dachte gerade, die rote Blume wäre Lava. Ey, hier unten ist ja noch eine kleine Höhle.